So, teilen wir das mal der Gruppe mit, dass wir bisher keine von den Anhängern bekommen haben, weil alle immer so schnell looten. Nächste Gruppe, das ist hier auch so ein ärgerliches Low. Aber es lohnt sich eigentlich nicht unbedingt hin zu die Kersen. Ach Mist. Eine Robe. Macht eigentlich nicht so schlecht. Aber wir brauchen sie jetzt auch nicht unbedingt so dringend. So, machen wir den Slow mal weg. Das ist jetzt zum Glück Magie, das können wir entfernen. Oh, das ist jetzt eine ziemlich dicke Gruppe. Ach, das Wasserelementar ist komplett immun gegen Schattenmagie, so wie es aussieht. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt warten, bis wirklich alle anderen die Dinger gelootet haben, bevor wir dann wirklich an der Reihe sind. Der hatte gar keinen. Das ist auch das Problem. Es hat gar nicht jeder einen mit dabei. Das heißt, wahrscheinlich werden wir die Quest nicht abschließen können oder ich müsste nochmal reingehen, was ich natürlich nicht tun werde. Aber naja. Sagen wir den Leuten mal, dass es noch einen Boss im Wasser gibt. Guck noch mal, wo der ist. Ah, also hier unten und direkt unter uns sollte einer sein. Boron Aquanis. Und dann bei der neuen noch mal einer. Na? Ich glaube, wir machen erstmal hier die Twilight-Dinger zu Ende. Die Leute wollen uns natürlich ihre Quest abschließen. Ich weiß auch nicht, ob die ersten schon fertig sind, wie viele Gegner wir schon getötet haben davon. Aber wahrscheinlich ist noch niemand wirklich fertig. Ich glaube aber, in der großen Halle gibt es dann auch nochmal mehr davon, von diesen Typen. Dafür nehmen wir einfach den Stoff mit, weil den kann man gut im Auktionshaus verkaufen. Der ist fast, ja, der ist fast mehr wert als der nächsthöhere Stoff. Wenigstens geben die jetzt alle XP. So, dann dotten wir die alle mal zu. Und gehen natürlich auf den, der schon
ein bisschen angeschlagen ist. Der Heiler hat zum Glück relativ noch gut Mana. Was ist das hier? Eine Stoffhose. Die wir aber nicht gebrauchen können. Und das nächste Item, das droppt heute, ist einiges. Wobei, ich glaube, die Elite haben generell eine höhere Drop-Chance als auch bei normalen grünen Items. Schöner Crit war das. Die Hosen sind irgendwie immer noch nicht... Der erste ist fertig mit den Pendants. Na? Ach so, der Heiler will ein bisschen Mana trinken. Der Hunter hat einen TC, jo, das ist wohl wahr. Das ist sogar ein bisschen ein Problem. Weil uns jetzt ein bisschen Damage fehlt. So, der erste ist weg, das heißt, wir müssen ordentlich mal Schaden machen. Theoretisch würden wir das auch zu viert wahrscheinlich zu Ende schaffen. Ist jetzt nicht so wild. Gerade da wir eigentlich zwei Leute dabei haben, die heilen können. Aber wahrscheinlich kommt der Hunter dann gleich auch wieder. So, den haben wir noch erwischt. Bevor er weitere Gegner pullen konnte. Und der Heiler ist um. Ist der, was macht der Typ da hinten? Er steht einfach ein bisschen planlos in der Gegend rum. Wartet auf bessere Zeiten. Ja, ich konnte nicht casten. Unser erster Twilight-Anhänger. Hurra! Und der Heiler scheint ein bisschen... ja, fast tot zu sein. Aber jetzt können wir auf jeden Fall auch ein paar davon looten. Der Heiler steht jetzt auch ein bisschen näher ran, damit er auch looten kann. Macht grundsätzlich Sinn. Ich glaube, hier geht es dann unterirdisch durch zu dem einen Boss. Und dann müsste hier unten irgendwo auch noch der andere sein.
Wird schon wieder gepult. Ich wollte gerade was schreiben, aber machen wir das dann nachher. Ich glaube, haben wir Agro? Ne, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Oh. Also es sollte hier eigentlich zwei Bosse geben. Ich glaube, den einen muss man aber hier mit diesem Stein sammeln. Und der andere... Ich weiß nicht, wo die anderen, die Leute hinrennen. Wir müssen hier unten durchschwimmen. Dass der Thrasher gekommen. Was auch immer ein Thrasher genau sein soll. Also ich habe das Wort vor WoW eigentlich noch nicht gehört. Vielleicht ist das irgendwie ein Begriff für ein Loch Ness-artiges Dino-Monster. Und der Hunter ist immer noch offline. Warum haut die Krabbe ab? Ich dachte eigentlich nur, dass nur Humanoide eigentlich wegrennen. Oh. Die ist in der Tat besser als die, die wir haben. Wenn wir Bedarf machen. Natürlich macht der andere Priester auch Bedarf. Ärgerlich. Oh. So, vielleicht mal ein bisschen Luft holen. Das vergesse ich ständig. Autsch. Da hinten ist der Boss. Zum Glück kann man hier auch nochmal Luft holen. Relativ gemächlich. Und wir gucken mal, ob er irgendwie was Interessantes droppt. Das ist Old Serakis. Ich glaube, das ist... Naja. Ist eher ein bisschen mau, würde ich fast sagen. Vielleicht das Cape. Das ist ja nicht um 8. Wille da irgendwie tatsächlich was ist, worüber man sich freuen sollte. Oh, der Magier ist tot. Heilt er sich? Weiß es gar nicht. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Mana sparen, dass wir auch mitheilen können. Also ich werde... Das Shadow Word werde ich aufrechterhalten. Aber ich glaube, es scheint eigentlich ganz gut zu gehen. Oh, ich stand zu nahe. Okay. Ah ja, jetzt kriege ich keinen Schaden mehr.
Der lief demnach so ein bisschen. Das wusste ich natürlich nicht mehr. Und er droppt das Lederarmband. Dann retzen wir mal den Magier. Und ich glaube, wir brauchen jetzt noch 7 von den Anhängern. Ja. Bin mal gespannt, ob wir die kriegen. Oder ob es dann doch nicht genügend hat. Oh, da wäre noch ein Kraut, aber das holt sich schon jemand anders. Der andere Priester holt sich das. Oh, aufpassen, dass wir nicht die Krabbe da unten pullen. Wir brauchen den Jäger eigentlich auch nicht unbedingt noch. Ich denke, das passt schon ohne ihn. Wahrscheinlich hat er irgendwie schlechtes Internet oder so. Hier ist ein Pfad von Leichen unter unseren Füßen. Wir haben auch ganz gute Mana-Regeneration, finde ich. Also ich bin da nicht unzufrieden damit. So, da muss jetzt natürlich auch den langen Weg hier rumrennen. So, die nächsten kommen. Oh, ich wollte eigentlich auf den Schattenmagier das casten, aber habe ich mich verklickt. Oh, da ist noch eine Krabbe mit dabei. Aber der Heiler kommt auch so mit seinen Level 25 relativ gut hier klar. Und jemand hat Level Up. Der Priester. Autsch. Nimm mir die Aqua Up Tank. Menschenskind. Oh. Mist. Da war ich zu langsam, habe ich mich verklickt. Ich Noob. Ich glaube, das ist der letzte Raum, wo wir... Oh, was ist denn hier los? Wo kommst du denn her? Vor allen Dingen, wie kommst du an Land? Ich glaube, da hat sich gerade irgendwie hier hochgebackt. Durch den Boden. Schön Schild der Tank. Twilight Elementalist. Nein.
Naja, da kommen wir jetzt so schnell nicht hin. Da ist der nächste Boss hier, Twilight Lord Kelriss. Der steht da und beschwört hier irgendwas. Bei diesem Medusa-Gott-Statue-Dingens. Oh, ich glaube, der Tank lockt sich gerade aus. So, weiter geht es. Twilight Elementalists. Ah, hat keinen Bogen gelernt. Okay, das ist natürlich etwas ungünstig. Ich glaube, wir kriegen die Quest nicht fertig mit den Zwielichtanhängern. Leider. Wird wahrscheinlich kein Weg drum vorbei. Die droppen jetzt auch irgendwie nichts mehr. Ah, vier. Es sind kaum mehr überhaupt so viele Leute am Leben hier in dieser Höhle. Ich glaube, der Priester ist bereits fertig oder der Magier, ich weiß es gar nicht mehr. Okay, haben wir nicht gepult. Na, wir müssen so oder so hier den ganzen Raum freimachen. Deswegen spielt es gar nicht mal so eine Rolle. So, wir gehen, müssen alle auf denselben gehen, sonst dauert das zu lange, bis er stirbt. Die Voidwalker halten, glaube ich, auch nicht so viel aus. So, Hälfte haben wir. Wenn alle anderen fertig sind, dann können wir es vielleicht noch schaffen. Machen wir erstmal hier den Voidwalker fertig. Schöner Crit, 110. Mit dem Stab habe ich selten Crits, die über 100 sind. Aus irgendwelchen Gründen. Sechs von 10. Ah ne, es leben genau noch 2. Das heißt, wir kommen maximal auf 8. Vielleicht auf 9 mit dem Boss. Was ist denn mit ihm los? Hier drüben stehen sonst keine Gegner mehr. Und wir haben ein bisschen Aggro. Das heißt, ich sollte... Oh. 7. Vielleicht hat es draußen nochmal welche, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es hat hier tatsächlich einfach nicht genügend Leute in der Instanz, damit alle die Quest abschließen können. Das gäbe es wahrscheinlich jetzt im heutigen WoW dann nicht mehr, aber mein Gott. So, der nächste Boss. Zwielicht Lord Kelriss. So wie es aussieht, ein Schattenmagier.
Und ich glaube, danach gibt es hier so ein Event. Oh. Das können wir die cursen, das ist ein Schlafzauber. Müssen wir darauf gefasst sein. Der Priester, die cursed auch ein bisschen, aber der hat natürlich nicht so viel Mana. Der wird wahrscheinlich froh sein, wenn da jemand ein bisschen mit die cursed. Der Mage hat auch fast kein Mana mehr. Es dauert halt, wenn wir nur zu viert sind, aber... Kopf von Kelris, der ist für die Quest und der Stab ist gedroppt. Da machen jetzt natürlich alle Bedarf. Das ist ja ganz klar. Und der Magier hat ihn gewonnen. Mist. Und hat auch keinen Zwielichtanhänger mehr gedroppt. So, jetzt müssen wir hier diese vier... Diese vier Dinge anzünden. Warte, genau, was hat jetzt... Nein, 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 nicht alle! Jetzt haben wir zwei Wellen. Keine Chance. Warum macht er direkt zwei? Ah, er hat es wahrscheinlich nicht gewusst. Na gut, bis gleich wieder in der Instanz. So, da sind wir auch schon wieder. Leider haben wir Pech und es sind noch alle da. Ich habe gehofft, dass sie die spawnen. Das ist aber anscheinend nicht der Fall. Na, jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie die Wasserelementare töten. Ne, jetzt kommen alle. Keine Chance. Ich glaube, wir müssen diesen Instanzrun an dieser Stelle beenden. Weil wir haben keine Chance, die Gegner hier zu töten. Ja, schade, da hat der Tank einen fatalen Fehler gemacht. Ja, ich hätte euch super gerne noch den Endboss gezeigt, aber leider ist es nicht möglich. Die Gruppe hat beschlossen, dass wir das nicht schaffen. Das Problem ist ja, dass der Raum jetzt irgendwie verbuggt ist. Wir haben es ja gesehen, als wir wieder gekommen sind, es waren alle noch da. Sie sind jetzt irgendwie nicht despawned. Ich glaube, das ist ein Serverfehler, irgendwie so ein kleiner Bug halt. Und deswegen können wir jetzt leider den Endboss Akuma hier hinten können wir leider nicht machen. Ich kann euch leider nicht zeigen, das tut mir schrecklich leid, aber... Ja, da kann ich leider nichts dagegen tun. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß hier in den Black Phantom Tiefen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.